Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Throne and Liberty. Während ich hier im Hintergrund ein bisschen die Wüstenkarawane spiele, möchte ich mit euch über den katastrophalen, will ich schon fast sagen, Early Access von Throne and Liberty ein bisschen reden. Um alle nochmal abzuholen, ihr wisst, Throne and Liberty am 1. Oktober, heute Abend um 19 Uhr wird der offizielle Release sein, beziehungsweise heute Abend um 19 Uhr können alle Free-to-Play das Spiel spielen, egal auf der Xbox, auf der Playstation, auf dem PC, wird überall verfügbar sein. Und ihr alle, die das Video gerade sehen und noch nicht wissen, ob sie das Spiel spielen sollen oder nicht, ihr könnt alle heute Abend um 19 Uhr ins Spiel schauen, komplett kostenlos, kostet euch keinen Cent. Und in den nächsten Tagen werde ich auch nochmal ein Video rausbringen, ob sich Throne and Liberty lohnt. Das ist bei Free-to-Play natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil im Prinzip könnte jeder einfach selber mal reinschauen. Aber trotzdem muss man ein paar Stunden investieren. Da werde ich auf jeden Fall nochmal ein explizites Video zu machen, ob sich Throne and Liberty lohnt. Und ein kleiner Teaser, oh ja, es lohnt sich extrem. Aber nochmal zurück zum eigentlichen Thema vom Early Access. Also, es gab zum Early Access 5 Tage früher die Möglichkeit, ja, 40 Euro oder sogar noch mehr zu bezahlen, um früher ins Spiel zu kommen, und hatte damit dann 5 Tage vor allen anderen Zugang zum Spiel. Dazu muss man sagen, das ganze MMO basiert ja auf Servern. Das heißt, ihr spielt immer auf einem Server, müsst euch ganz am Anfang einen Server aussuchen. Und das ist das erste Manko. Die Early Access Leute spielen auf einem anderen Server als die Leute, die heute Abend mit ins Spiel reinkommen. Natürlich kann man sagen, ey, ist doch super, das heißt, die Early Access Leute sind ja schon höheres Level, bleiben unter sich, und die neuen Leute, die reinkommen, die bleiben unter sich. Aber was ist, wenn ich jetzt einer der Early Access Leute bin, aber irgendjemand von euch ist erst heute Abend mit am Start, dann können wir nicht zusammen interagieren, weil wir auf unterschiedlichen Servern sind. Dazu kommt, dass ihr erst innerhalb, also nach 5 Tagen, euren Server wechseln könnt, vermutlich dann auf meinem, aber genau wissen wir das noch nicht, ob man auf dem Early Access Server reinjoinen kann oder nicht. Ich gehe mal davon aus, weil es würde ja keinen Sinn machen, dass unser Server ja für immer ein geschlossenes System ist, weil irgendwann wäre es ja so, dass man dann alleine auf dem Server ist, weil irgendwann hören ja auch alle auf zu spielen. Ich gehe also stark davon aus, dass ihr alle heute Abend reinstarten könnt und dann in 5 Tagen auch zu mir auf Geist auf dem europäischen Server hinwechseln könnt. Aber das ist schon mal das erste Manko. Also diese Splittung kann ich gut nachvollziehen, aber 5 Tage muss man warten, um dann auf den Server zu kommen, auf den man möchte. Das finde ich gar nicht gut. Und ich möchte auch sagen, da ich natürlich weiß, dass niemand einen dazu zwingt, einen Early Access für 40 Euro oder mehr zu kaufen, aber wir müssen jetzt hier davon ausgehen, ey, ich kaufe einen Early Access, dann möchte ich auch bestimmte Leistungen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon viele Early Accesses die letzten Monate und Jahre mitgemacht. Und das hier ist mit Abstand der schlimmste und frechste, den ich je miterlebt habe. Also nicht nur, dass der Preis viel, viel teurer ist als alles, was ich jemals bisher bei irgendwelchen Spielen gesehen habe mit 40 Euro, sondern auch, dass man in diesen 5 Tagen vor Abzugang 2-mal eine 6-Stunden-Wartung hat und die Serverleistung ab mittags immer so extrem in die Knie geht, dass man sehr, sehr viele Abstürze im Spiel hat. Und das auch oft in ganz, ganz schlechten Situationen, wie bei Weltbossen, bei irgendwelchen Koop-Dungeons. Also wirklich, wo man schon viel Zeit investiert hat und dann kommt so ein Abbruch, das ist immer überhaupt gar nicht schön. Und wenn ihr euch ausrechnet, diese 2x6 Stunden Wartung macht das 10% der kompletten Early Access Zeit aus. Müsst ihr euch mal überlegen. Die komplette Early Access Zeit sind 120 Stunden und 10% davon, 12 Stunden, waren Wartung. Gut, ich muss zugeben, die Wartung gestern war dann nicht 6 Stunden lang, sondern nur 4,5 Stunden lang. Aber trotzdem, veranschlagt waren 6 Stunden, also wären es theoretisch 12 Stunden gewesen, die von dem Early Access wegfallen. Das sind bei 40 Euro 4 Euro und bei der 100 Euro Version sogar 100 Euro Leistung, die ihr nicht in Anspruch nehmen könnt, weil der Server einfach down ist. Jetzt hatte ich gerade schon gesagt, dass es viele Abbrüche gab, und das hat natürlich dafür auch gesorgt, dass Leute unzufrieden sind mit der Leistung und dann versucht haben, das Spiel zurückzugeben. Aber das Ganze funktioniert nicht. Ihr könnt den Early Access, den ihr gekauft habt, nicht zurückgeben. Und das liegt nicht daran, dass ihr das schon gespielt habt oder zu lange gespielt habt oder sonst irgendwas, sondern weil der Early Access gekoppelt ist an Skins. Und man dann sagt, ey, du hast die Skins jetzt und die können wir nicht mehr von deinem Account zurücknehmen.
Und wenn dann der Free-to-Play-Start ist, dann hast du diese Skins trotzdem noch. Deswegen können wir dir das Geld nicht wieder gutschreiben, weil wir dir diese Skins von deinem Account nicht wegnehmen können. Und ich muss sagen, das ist echt schon ganz haarscharf dran an Betrug. Muss ich, ja, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort dafür ist und ob das nicht ein bisschen zu überspitzt ist, aber das finde ich schon extrem hart, dass man diesen Early Access extra an Skins koppelt, um danach diesen Early Access, wenn man vielleicht weiß, dass die Serverleistung nicht ausreicht, oder wenn man weiß, dass man direkt am nächsten Tag nach dem Release des Games erstmal 6 Stunden eine Serverwartung macht, dass man weiß, dass Leute dann sagen, ey, ich gebe das Spiel zurück, weil das lasse ich nicht mit mir machen. Wenn ich schon 40 oder noch mehr Euro zahle, dann will ich also die kompletten 5 Tage spielen können und nicht um 19 Uhr abends starten und am nächsten Tag um 10 Uhr sind direkt 6 Stunden Serverwartung und danach funktioniert der Server einfach gar nicht mehr. Das geht meiner Meinung nach gar nicht. Um das auch nochmal klarzustellen, der Early Access Preis und die Frechheit dieses Early Access hat überhaupt gar nichts mit dem Spiel als solches zu tun, sondern ist komplett eigenständig zu sehen. Das Spiel als solches ist meiner Meinung nach viel, viel mehr wert als 40 Euro. Unfassbar viel Endgame-Content, unfassbar viel Content im Spiel. Und es geht hier nicht darum, dass man bemisst, wie viel das Spiel wert ist, sondern was man an Leistung für diese 40 Euro bekommt, nämlich die 5 Tage Vorabzugang. Aber mit diesen ganzen Problematiken, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, grenzt das Ganze hier schon an Betrug oder Wucher. Schreibt mal sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. An alle Leute, die auch im Early Access waren. Ich weiß natürlich aus dem Twitch-Chat und aus dem Discord, dass viele Leute da sehr, sehr sauer drüber sind, wie die Leistung vom Early Access bei Throne and Liberty ankam. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr noch zu sagen habt, wie es bei euch lief und wie ihr das Ganze seht. Seht ihr es vielleicht gar nicht so eng und sagt, ey, das ist schon okay, dass man da zweimal eine Wartung hatte und dass die Serverleistung nicht so on top ist? Oder seid ihr da eher so auf meiner Wellenlänge und sagt, ey, das geht eigentlich gar nicht, wenn man schon so viel zahlt, dann muss das Ganze auch funktionieren. Bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wenn ihr nichts zu Throne and Liberty verpassen wollt, dann wird es noch einiges geben in der nächsten Zeit. Einerseits das ganze Endgame, weil das Game unfassbar gut ist. Natürlich, ob sich das Game lohnt, es wird vielleicht auch ein Platin-Run geben. Also seid da auf jeden Fall gespannt. Für alle anderen, die vielleicht auch noch auf dem Discord joinen wollen, macht das auf jeden Fall. Wir sind zwar voll im Clan, überlegen aber gerade darüber nach, ob wir noch einen zweiten und einen dritten Clan erstellen als Partner-Clans für die Sieges. Also kommt da auf jeden Fall auf den Discord. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Follow freuen, über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.